und herzlich willkommen aus Namibia! Leute, wir sind in Namibia, sind hier gut angekommen und wir zeigen euch jetzt mal ein bisschen von der Anreise, wie die Anreise begonnen hat. Ganz kurz, so ein bisschen kompakt zusammengefasst und dann wollen wir auch schon ins Abenteuer starten. Wir sind in Hamburg gestartet, sind da freundlicherweise zum Flughafen gefahren worden von Olli. Danke, Grüße gehen raus. Und dann ging es auch schon rein in den Hamburger Flughafen. Die letzten Franzbrötchen, bevor es dann lange, lange Zeit keine mehr geben wird. Aber in Namibia soll das Gebäck auch sehr gut sein. Ich bin schon richtig gespannt. Oh, warte, warte, langsam, langsam. Wir sind gut eingepackt hier. Was ist das, Henry? Franzbrötchen. Die letzten Franzbrötchen. Und da wird auch gleich zugegriffen. Guten Appetit! Papa, kann ich was? Die Anreise war diesmal nicht ganz so einfach wie sonst, weil es eben nicht so viele Flüge von Deutschland oder von ganz Europa eigentlich nicht nach Namibia gibt als Direktflüge. Alles immer nur mit Umsteigverbindung. Wir haben auch erst überlegt, fahren wir mit der Bahn nach Frankfurt. Genau, denn von das Frankfurt, war nämlich die erste Etappe. Wir mussten ja erstmal nach Frankfurt kommen, ja. Von Frankfurt aus, es gibt nur von Frankfurt aus Direktflüge, so. Mit der Bahn, das war uns zu unzuverlässig, mit dem Auto war uns zu lange, weil wir fast 5 Wochen in Namibia sein werden. Und ja, das Auto soll nicht so lange am Frankfurter Flughafen stehen, das wäre dann doch vielleicht auch ein bisschen zu teuer gewesen. Ja, nach langer Recherche hin und her haben wir dann tatsächlich einfach auch einen Flug gefunden, der von Hamburg über Frankfurt nach Namibia geht, Gepäck inklusive hat und halt einfach auch vom Preis richtig gut war. War dann halt ein paar Tage später als geplant, aber da haben wir dann einfach zugeschlagen und gesagt, dann machen wir das auch so, ne? Also von Hamburg nach Frankfurt geflogen. In Frankfurt, das klingt eigentlich alles recht unkompliziert, so, ne? Das war auch schön, ja, so nur die Umsteigeverbindung. Von oben nochmal so die Skyline gesehen von Frankfurt, das war auch mal so ganz nett. Und dann ging es schon los, ein Nachtflug. Auch sehr entspannt. Noch vergessen zu sagen, wir haben so einen völlig verrückten Typen noch getroffen am Flughafen. Oh ja. Gut gelandet geht's jetzt hier in Frankfurt weiter zum nächsten Gate und dann geht's weiter nach... Hey, da ist kein Ausgang hier. No exit hier. Yeah, I don't know where to go. I want to go out, I don't know. He from Terminal 221. Germany! Hello! Welcome. 2024. Germany was Germany before the millennium. This is screwed up East, yes. Eastern mindset screwing up the Germans. I'm a German citizen. Yeah. I assure you, I'm a German citizen. I lived here 26 years. Really? I thought England was bad. I got from Lufthansa to go to Colombia here. Yeah. Colombia, this is from England. You have to. It's my name. Off. England to 16 to Colombia. Yeah, okay. Yeah. Here I come from Germany. Thank two, you. We have to get off. 4, 6. Bye bye. Here. So, jetzt sind wir schon in Frankfurt, umsteigen und dann geht's endlich los nach Namibia. Aber dann richtig. Wir wussten nicht so direkt, was er wollte. War keine Erwartung, was los war. Aber witziger Kerl. Naja, und dann ging es auch schon weiter. Sind auch durften mal nach vorne in der Schlange. Das war jetzt was Neues. Eben wegen, weil wir mit Kindern gereist sind. Hat uns natürlich sehr gefreut. Kannten wir aus Italien, da ist es ja gang und gäbe. Oder in anderen Ländern. Aber aus Deutschland kannten wir es so noch nicht. Ja, auf jeden Fall eine gute Sache. Dann ging es ab in den Flieger. Alles ein bisschen größer und höher hier. Ich komme hier oben kaum an. Und los Richtung Namibia. Ein Nachtflug, das war sehr angenehm. Trotzdem, man schläft nicht, aber man hat wirklich so ein bisschen gedöst und geschlafen. Die Kinder haben viel geschlafen. Das, ja. Das war auch gut, ne? Genau, für die, die nicht schlafen konnten, gab es dann Bordunterhaltung, Essen und Getränke. Dann sind wir gut angekommen in Namibia. Ganz kleiner Flughafen, Windhoek, etwa eine Stunde außerhalb von der Stadt. Windhoek ist die Hauptstadt von Namibia. Trotzdem recht überschaulich, kleine Stadt. Oh, die Sonne blendet. Wir sind in Namibia. Yeah. Juhu. Ja, wir sind gut angekommen und wollten uns jetzt hier gleich erstmal eine SIM-Karte holen und freischalten lassen. Ah, das läuft gerade nicht ganz so reibungslos und das zieht sich alles. Das Gute ist aber, dass alle anderen
anderen Fluggäste schon weg sind und wir gleich richtig entspannt durch die Sicherheitskontrolle ohne lange Wartezeit können. Wir sind da und obwohl wir sehr müde sind, steigt die Vorfreude immer mehr. Wir werden jetzt zu unserem Camper gebracht und dann sind wir schon mal sehr gespannt. Wir sind dann freundlicherweise abgeholt worden von unserem Autovermieter. Wir machen nämlich, falls ihr es noch nicht wisst, wer uns bei Instagram folgt oder wir hatten das auch als Post einmal gemacht bei YouTube, wir machen nämlich eine Rundreise mit dem Auto, mit dem Camper durch Namibia. Auto, geländefähig, 4x4 mit Dachzelt. Erster Autocheck. Wir hatten uns dann auch im Vorwege ganz viel recherchiert und uns Gedanken gemacht, wie wir die Rundreise gestalten werden. Die meisten fahren erst nach Süden und dann später Richtung Norden. Die meisten Tiere sind so Richtung Norden, das sind die ganzen Nationalparks und so. Und wir wollten eigentlich auch die klassische Route machen, erst Richtung Süden, haben uns dann aber bei der Autovermietung, also als wir da mit der Übergabe vom Auto beschäftigt waren und so weiter, einfach mal ganz spontan umentschieden, weil wir gesagt haben, oh, wir wollen Tiere sehen. Und haben die Route einfach mal über Bord geschmissen. Ja, Namibia ist eigentlich zu groß, als dass man das in einem Urlaub erkunden kann. Und man braucht da wirklich ganz viel Zeit für. Aber und wir haben schon mehr Zeit als genau, die anderen. Als die meisten. Und wir haben uns dann erstmal Richtung. Ja, als die meisten. Wir haben uns entschieden, uns erstmal Richtung Norden zu konzentrieren. Unsere Reise dahin zu starten und am Ende schauen wir, wie viel Zeit über ist und was wir dann einfach noch aus dem Süden oder aus dem Westen noch mitnehmen können. Oder wir müssen uns das eben für den nächsten Urlaub aufsparen. Das ist einfach das Gute daran, dass wir halt nichts vorab gebucht haben. Ja, genau, das war auch völlig crazy. Am Flughafen, da muss man eben eintragen, wo man halt übernachten wird. Und wir haben nichts eingetragen. Und vom Zoll oder die Beamten, dann, die fragten danach, ja, das habt ihr vergessen auszufüllen. Und wir haben gesagt, das haben wir nicht vergessen. Wir wissen noch nicht, wo wir schlafen. Wie, ihr wisst nicht, wo ihr schlaft? War ein bisschen... Ja, wir hatten eben nichts vorher gebucht. So machen wir das ganz oft. So mögen wir es auch am liebsten, weil Pläne ändern sich. Und in Kroatien, ich weiß, die meisten oder wo können wir das nicht. Mit dem Wohnwagen losfahren, haben wir auch nie vorab was gebucht. Wir rufen meistens irgendwie, wenn wir unsicher sind, vorher einmal an und fragen, wie sieht es aus, wenn wir heute oder morgen kommen, ist da was frei? Und dann fahren wir dahin oder suchen halt was anderes raus. Ist für uns ist das so, gehört das zum Freiheitsgefühl dazu oder dass man die Pläne auch ein bisschen umändert. Wir wissen, viele können das nicht. Aber es hat auch Vorteile. Also gerade auch mit Kindern, weil man einfach nicht, ja, also wir gehen da lieber ein bisschen entspannter ran und haben nicht dieses so zack, 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 wir müssen jetzt weiter, genau, sondern ja, haben das halt einfach alles offen gelassen und das war auch gut so, denn hier, dadurch können wir jetzt halt einfach die Route so freischnauze gestalten. Dann ging es los in Windhoek. Musste mich ja erstmal drauf einstellen, Linksverkehr. Ich bin ja derjenige, der hauptsächlich fährt. Corinna fährt zwar auch mal, aber hauptsächlich bin ich am Fahren. Corinna betütelt die Kinder. Ich bin dann, genau, für die Kinder und das Navigieren zuständig. Ja, da war der Linksverkehr natürlich erstmal ja, ein bisschen ungewohnt. Muss aber sagen, das ging dann. Man muss, dadurch, dass das Lenkrad auch auf der rechten Seite ist, muss ich wirklich sagen, man hat ja trotzdem dann eine gute Übersicht und dann ist das ja wieder stimmig. Man muss halt nur mal wieder dran denken. So als kleine Eselsbrücke habe ich mir mal vorgestellt am Anfang, du musst immer in der Mitte von der Straße sitzen. Schön! Das heißt schön! Im Kreisverkehr was? Abfahren auf Robert Mugabe. Nein, weiter. einfach. Okay, kannst du da noch raus? Fahr eine Ehrenrunde, wenn du... Als Karte haben wir Google Maps genutzt. Wir haben auch im Vorfeld noch überlegt, nehmen wir jetzt eine Straßenkarte mit oder nicht, kaufen wir eine. Im Internet haben viele gesagt, Google Maps reicht, man muss aber halt die Karten einfach downloaden, damit man sie auch offline nutzen kann. Wir haben von unserem Autovermieter aber tatsächlich auch noch eine Straßenkarte dazu bekommen. Also haben wir die für alle Fälle auch dabei. Ja, man hat halt nicht überall Internet. Wir haben uns... unser Vertrauen jetzt einfach voll in Google Maps gelegt. Für die erste Nacht hatten wir mehrere Optionen, wo wir übernachten können. Es war halt die Frage, wie weit wir am ersten Tag noch kommen werden. Wir sind auch erstmal groß einkaufen gegangen. Super Spar in Windhoek, da bekommt man eigentlich alles, was man braucht für die Reise. So, jetzt geht's erstmal zu Spar einkaufen. Jetzt heißt es rechnen, Robi. 1 Euro entspricht ungefähr 20 Dollar. Wow, hier gibt's ja also wirklich alles.
Schokolade. Unsere geliebten Dinkelnudeln. Kaffeesahne, Sandgebäck. Da kommt ja die Naschkatze wieder durch bei mir. Kuchen über Kuchen. Oh. Supplements. Also hier gibt es wirklich alles, was man braucht. Erstmal Großeinkauf. Der Preis ist heiß. Oder wie war das? Ach, Nudeln, Tomatensoße. Was mit? Ja. Viel Nudeln, noch mehr Nudeln, Käsenudeln. Haben dann da noch eine Kleinigkeit gegessen und dann ging es auch los auf die Straße. Es war eben die Frage, wie weit werden wir kommen? Wir hatten da mehrere Optionen. Bei der Autovermietung haben sie uns gesagt, das Ziel, was wir uns ausgeguckt haben, das schaffen wir locker. Ja, wir wollten erst woanders hin, aber dann haben wir gesagt, Spitzkoppe ein Stück weiter. Das wäre cool, da hatten wir auch schon bei anderen gesehen, dass das da sehr, sehr schön ist. Wir sind fertig mit Einkaufen, sitzen im Auto, müssen uns noch an Linksverkehr gewöhnen. Ziel ist Spitzkoppe, mal sehen, wie weit wir heute noch kommen. Man darf das Navi und die Ankunftszeit nicht unterschätzen. Meistens soll man so das Doppelte an Zeit einplanen. Wobei bei der Autovermietung haben sie gesagt, nein, hier das Spitzkoppe ist gut asphaltierte Straße. Da schaffen wir auch ordentlich was und das ist auch machbar heute. Wir werden es sehen, wir haben ja auch noch die Kinder dabei. Jetzt geht's erstmal los on the road. Spitzkoppe, wir kommen! Bis hierhin war es immer der Sonne entgegen, aber jetzt müssen wir abbiegen. Da, ich sehe schon welche Berge. Und dann sieht man die Spitzkoppe. Sieht aus wie ein großer Termitenhügel. Das letzte Stück hier ist ganz schön hoppelig, Schotterpiste. Ihr werdet hier stimuliert, solltet ihr hier ankommen. Genau. Das wackelt ganz schön. Zum Glück ist unser Gipfel wieder heil. Der gleicht das ganz schön gut aus. Wartet, ich filme euch mal eben die kleine Lampe, die da vorne mit in der Windschutzscheibe sitzt. Die tanzt. Sind dann auch tatsächlich bis zur Spitzkoppe gefahren. Im Dunkeln sind wir angekommen. Corinna ist schon ein bisschen nervös geworden, weil es wird halt empfohlen, immer vor Anbruch der Dunkelheit anzukommen. Corinna ist ja so ein bisschen, die hatte dann immer Angst und wir sind dann so mit den letzten... Ja, es ist auch wirklich dunkel dann, ne? Ja, wir sind mit den letzten Sonnenstrahlen so auf den Campingplatz reingeschienen sozusagen. Es kam alles so, wie es kam. Es war dann aber auch in Ordnung. Ein toller Sternenhimmel, den man da hat nachts und so, das war wunderschön. Eine Ruhe, das ist Wahnsinn. Es werde Licht und damit, ja, ist auch schon ein neuer Tag. Ich sitze jetzt hier gerade mit Fiete im Schatten und dachte, ich nutze den Moment einmal, um euch kurz so ein bisschen up to date, was passiert ist. Also wir sind ja gestern mal Sonnenuntergang noch zum Campsite hier bei der Spitzkoppe gefahren und haben dann tatsächlich noch versucht, im Dunkeln einen Platz zu bekommen. Und wir sind wirklich so gut wie den ganzen Platz abgefahren und es war wirklich schon sehr voll alles. Also wir haben nichts bekommen. Na, Fiete, wolltest du auch mal mit ins Bild? Ja. Hm? Willst du auf den Schoß? Okay, warte. Haben dann versucht, noch einen Platz zu bekommen, was aber nicht geklappt hat. Und deswegen standen wir dann beim Restaurant und eigentlich da, wo man nicht stehen darf. Hauptsache, dass wir erstmal schlafen können. Die Kinder waren müde, wir waren müde. Es war ja auch eine echt lange Anreise. Dazu erzählen wir aber später nochmal mehr. Und sind dann heute Morgen umgezogen. Es gibt hier so
einige Favoritenplätze, einmal den Sonnenuntergangsberg und die Brücke, die Steinbrücke, die erkunden Robert und Henry gerade. Und da wollten wir gerne einen Platz haben und haben wir auch bekommen. Und jetzt haben wir das Zelt aufgebaut hier im Hintergrund. Ich schwenk mal, da seht ihr auch unser Auto inklusive Dachzelt. Ja. Da schlafen wir da oben, ja. Und ich habe mir jetzt hier erstmal meine Matratze in die Sonne gelegt. Die ist nämlich gerade ein bisschen nass geworden beim Aufbauen. Da ist eine Wasserflasche ausgekippt worden und deswegen muss die jetzt noch trocknen, damit ich heute Nacht keinen nassen Popo kriege. Also wir stehen jetzt hier heute noch eine Nacht, wollen uns hier noch den wunderschönen Sonnenuntergang genießen und anschauen. Ansonsten, ja, hier in der Hitze können wir nicht so viel mit den Kindern machen. Werden wir wohl auch nicht mehr viel machen und morgen soll es dann weitergehen. Ob es so ist, das werden wir dann selber noch sehen oder ob wir sagen, oh, wir haben wieder nicht alles geschafft. Mal schauen. Und bis die Männer wiederkommen, kann ich euch ja hier noch so ein bisschen was von unserer näheren Umgebung hier vom Platz zeigen. Und dann würde ich sagen, kommt mal mit. Ja, so, kleiner Ortswechsel. Im Hintergrund seht ihr einmal das Auto inklusive Dachzelt. Und jetzt gehe ich mal aus der Linse, damit ihr den Rest vom Platz seht. So stehen wir also hier bei der berühmten Steinbrücke, die man jetzt leider gerade nicht sehen kann, von der Spitzkoppe. Und wie ihr seht, hier drumherum ist wirklich niemand, nix sonst. Okay, da sind gerade Tagesbesucher, aber die fahren jetzt auch gleich weg. Und das kleine Häuschen, was ihr da seht, das ist das Plumpsklo. Ja, wir fanden den Platz hier besonders schön an der Steinbrücke mit diesen riesen Felsen. Zum Klettern. Kleine Höhlenforscher gibt es hier auch noch was zu erkunden. Ja, wir fanden den Platz hier einfach so toll wegen dieser riesen Felsen. Auch wenn man die Brücke an sich gerade nicht sehen kann, ist es wirklich schön hier. Wir haben eben schon mal einen tollen Blick geworfen hier auf die Spitzkoppe und die Berge und auch die Brücke haben wir schon gesehen. Aber das werden wir Mama und Fiete und euch natürlich auch noch zeigen. Da gehen wir noch mal hoch. Aber zuerst waren Henry und ich da, haben das zusammen alleine erlebt. Ja, und ich habe hier den Platz ein bisschen gezeigt. Auf geht's im wahrsten Sinne des Wortes. Wow. Sieht aus wie ein riesen Termitenhügel. Dann hat ihr so schön was zu trinken angeboten. Oh, da hätte ich mich aber gefreut, wenn die jetzt wirklich so voll dankbar da hingesprungen wäre und erstmal gebadet und getrunken hätte. Aber nun ist halt ein wildes Tier, ne? Das weiß auch nicht, dass wir es gut mit ihr meinen. Habt ihr schon unsere neue Drohne gesehen? Ja, ganz elegant, wie du das da machst. Eins, zwei. Vier, fünf! Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Oh, da fliegt er! Ins Plumpsklo! Nicht ganz, ne? Ja, wer hätte das gedacht, dass er so weit fliegt? Gegen den Wind! Tada! Jetzt kocht der Robi erstmal ein schönes Süppchen. Und ihr könnt das dann gleich auslöffeln. Wenn ich koche, dann kocht Corinna meistens auch. Vor Wut. Meistens nur, weil du diesen Spruch immer wieder bringst.
jetzt gibt's Essen und dann, yalla yalla, Henry spricht hier auch immer noch Arabisch mit den Einheimischen, wird's auch Zeit, uns nochmal die Brücke bei Sonnenuntergang anzugucken. Es geht gleich nämlich los mit dem Sonnenuntergang. Henry sagte ja schon, hier gibt's nur gute Tiere und wir haben sogar noch mehr Besuch bekommen von guten Tieren. Wir trinken jetzt. Ja. Wenn ihr mal hier sein solltet, es lohnt sich auf jeden Fall, eine Vogeltränke aufzustellen. Und zum Nachtisch gibt es jetzt eine leckere Mango. Mango, Mango. Fertig? So, ja. Jetzt hat es jetzt ein bisschen abgekühlt alles. Jetzt gehen wir alle zusammen nochmal rauf zu der Brücke. Sind wir schon mal sehr gespannt. Und der Flieger kommt mit. Der Flieger kommt mit und jetzt ist es nicht mehr ganz so heiß. Auf und davon. Papa, mir ist das auch eh zu steil, Wind. Der Papa macht noch so einen Blödsinn vor, ne? Kannst du hier auch schon hochgehen, Henry? Hier kamen den ganzen Tag oder jetzt vor allen Dingen zum Sonnenuntergang auch diese Busse an mit den ganzen Tagestouristen. Ich nehme den seichteren Weg. Da unten steht unser Camper. Sehr geil. Das macht echt Spaß mit dem Dachzelt. Fiete ist natürlich auch dabei. Man muss noch ein Stück weiterlaufen, gleich siehst du sie. Ich sehe jetzt! Und noch Kinder da drin. Alles durchgehen. Weil die so geringelt ist. Ja, wir sind jetzt zum Sonnenuntergang natürlich nicht alleine hier, ne? Ist natürlich ein Spektakel. Ein Insekten! Ich glaube, da war mal ein Pharao drin. Wollen wir mal da reingucken in die Höhle? Ja, eine Pharao-Höhle. Da ist Henry der Zwerg im Vorteil. Hier gibt es so viele Ecken und Verstecke, wo man rumkrabbeln kann. Ich glaube, wir müssen morgen früh noch mal wiederkommen. Ist einfach zu voll jetzt. Aber dann fast alleine. Ja, dann starten wir noch mal einen Versuch und gehen hoch, ne, Robi? Yes. Da kommt mal. Jalla. Was du da? Schön. Dann erkannte, wo die Leute da sitzen, da haben die der König der Löwen aufgenommen, wo der Affe das Löwenbaby über den Felsen hebt. Wollen wir das gleich mal nachstellen, die Szene, Henry? Guten Morgen! Schon wieder ist ein Tag um und der nächste angebrochen. Wir sind heute Morgen erstmal schnell raufgeklettert, haben uns den Sonnenaufgang angeschaut, können wir wirklich nur empfehlen. Gott sei Dank hat uns eine Touristengruppe geweckt, weil die so laut war, sonst hätten wir es wahrscheinlich wieder verschlafen. Jetzt wird gefrühstückt oder wurde gefrühstückt. Bei mir gibt es hier richtig lecker Müsli. Also ja. Herrlich. Und danach heißt es zusammenpacken, ab zu den Duschen fahren, duschen, abwaschen und weiter. Wir sind uns noch nicht so ganz sicher, in welche Richtung es jetzt gehen soll. Aber ich glaube, die Tendenz ist, nach Swakopmund zu fahren, nochmal ein paar Sachen, die wir beim ersten Einkauf vergessen haben, nachzukaufen. Nochmal die Dünen am Meer bestaunen. Das soll, also ich stelle mir das wunderschön vor, dieser Kontrast. Ja, genau. Und dann sehen wir weiter. Duschen gibt es hier übrigens auch bei der Spitzkoppe, aber man muss auf jeden Fall mit dem Auto dahin fahren oder eine Wanderung machen. Ja,
Oder da drüben duscht ja gerade jemand. Wer duscht denn da? Hallo, Führerschein. Hallo, Fiete. So, ich mache mir auf jeden Fall die Haare noch nass. Einmal den Staub raus und eine schöne Abkühlung. Oh, das sieht gut. Was uns keiner auf den ganzen YouTube-Vlogs erzählt hat, ist, dass wie staubig das ist. Es gibt auch Plätze hier, wo man abwaschen kann. Das geht auch super. Und das ganze Abwasser von der Dusche wird auch sinnvoll genutzt für die Bewässerung. Es war ein sehr, sehr schöner Start in den Urlaub auf jeden Fall. Wir haben uns auch ein bisschen mehr Zeit gelassen als die anderen. Also wir sind ja halt 2 Nächte dann dort geblieben. 2 Nächte? Mhm. Ja. Hat dann aber auch gereicht, einfach weil sonst ist da nichts. Also da sind halt die Steine, ja, das ist schön, aber es ist wenig Schatten da gewesen. Und wir haben gesagt, das reicht dann auch. Wir haben sie ausgiebig erkundet und deswegen sollte es dann einfach nochmal weitergehen. Die 2 Nächte haben auch gereicht. Wir hatten ja im Vorwege eingekauft, waren uns dann aber doch nicht sicher, ob alles reicht. Also haben wir dann nochmal einen kleinen Schlenker weiter nach unten gemacht. Nicht weiter Richtung Norden, Richtung Etosha, sondern noch einmal eine Station in Swakopmund eingelegt. Da war es dann auch gleich ein paar Grad kälter. Das wussten wir aber, haben uns darauf eingestellt. War schön an der Küste. Eine beeindruckende Küste. Also ich fand die Wellen, die hatten ja was Hypnotisches, was Meditatives, da einfach zuzugucken. Diese Brandung, dieses Brausen, dieses Donnern, das war einfach wunderschön. Die Farben vom Sand, wunderschön gefärbt, einfach durch den Sand aus der Wüste, der ja einfach so eisenhaltig ist und durch das Meer dann sich rot verfärbt. Also er hatte sogar eine leichte lila-pink-Färbung teilweise. Ja, und auch Swakopmund an sich hat einfach unheimlich viel Charme und Sehenswürdigkeit. Ja, hier sind die ganzen alten Häuser noch aus der Kaiserzeit. Da steht ganz viel auf Deutsch dran. Das war schon, man hat teilweise sogar gedacht, man ist irgendwie an der Nordsee mit den ganzen Sanddünen oder Ostsee so ein bisschen so, wenn die ganzen Palmen nicht wären. Und dann war es vielleicht doch auch ein paar Grad wärmer, aber ein bisschen rauer war es da. Und ja, es war wirklich schön. Die ersten Robben haben wir da auch gesehen schon, das war ein schöner Einstieg. Ein Ziel war es ja in diesem Urlaub, die Big Five zu sehen. Und in Swakopmund oder in der Nähe von Swakopmund in der Wüste, da kann man erstmal die Little Five sehen. Haben wir natürlich gemacht, war natürlich auch für Henry ein Highlight, für uns war es auch toll. Faszinierend zu sehen, was einfach auch in der Wüste noch an Leben ist. Bei der Robbentour, da gab es nicht nur Robben, sondern auch Pelikane. Hautnah konnte man die erleben, nicht nur die Robben, sondern auch die Pelikane. Aber was soll's, eigentlich haben wir jetzt auch schon genug gelabert. Ab jetzt lassen wir das Video frei laufen, ohne Kommentar. Dann seid ihr einfach live dabei, wie ihr es immer seid eigentlich. Wir werden noch einiges an Abenteuern in Namibia erleben. Wir haben einiges vor, fast 5 Wochen Namibia. Da gibt es einiges zu entdecken. Die großen Abenteuer, das kommt jetzt alles noch. Aber jetzt lassen wir es erstmal laufen, ohne Gelaber, ohne Kommentar. So wie ihr es kennt von uns, frei rausgefilmt. Und dann wünschen wir euch viel Spaß damit. Bis zum nächsten Video. Yes.